Schön, dass du dabei bist zu meinem Pilates Core Workout. Es ist für alle Stufen geeignet, also auch wenn du noch nicht so oft Pilates gemacht hast, wirst du, denke ich, damit sehr gut klarkommen. Core heißt jetzt Zusammenspiel vom unteren Bauch, vom unteren Rücken und vom Beckenboden. Daher starten wir in Bauchlage. Lass dich hier eintauchen. Schau, dass die Beine sich strecken und längen. Mach als erstes hier mal ein Päckchen mit den Händen und leg die Stirn ab. Nun konzentriere dich auf den Atem. Schau, dass das Einatmen tief in den Brustkorb geschieht, sodass der Brustkorb und die seitlichen Flanken sich öffnen und aufspannen können. Und mit dem Ausatmen zieh deinen Unterbauch flächig nach innen oben und fühl die Sitzbeinhöcker zueinander. Praktiziere das weiter. Achte auch darauf, dass du deine Core-Spannung nie ganz gehen lässt, sondern immer wieder mit dem Ausatmen erneut aktivierst, aber trotzdem mit dem Einatmen hältst. Zwei Atemzüge mehr, einatmen tief in den Brustkorb, dass er sich richtig schön öffnen und aufspannen kann, und ausatmen, Unterbauch flächig nach innen oben und die Sitzbeinhöcker zueinander streben lassen. Du atmest durch die Nase ein, durch den Mund aus. Und wir wollen das mitnehmen in die Bewegung. Das heißt, du bringst deine Fingerspitzen jetzt lang nach hinten, lässt den Herzraum so ein wenig schweben, Kopfkrone strebt nach oben. Und mit dem Einatmen nimm die Arme nach vorne, lass die Schultern selbst dabei tief. Und ausatmen, bring sie wieder an den Körper heran. Einatmen, die Arme lang nach vorne strecken. Und ausatmen, wieder an den Körper heranbringen. Zweimal mehr einatmen, lang. Und ausatmen, zurück. Und einatmen, lang. Und ausatmen, zurück. Jetzt halte das hier. Heb den Herzraum noch ein wenig mehr. Und wenn es sich gut anfühlt, lass die Beine schweben. Halte und atme. Fokus darauf, immer wieder mit dem Ausatmen den Core erneut zu aktivieren. Nochmals ein und aus. Und ausatmen. Lege dich ab, mach wieder ein Päckchen mit den Händen. Du kannst das Becken hier ein bisschen hin und her bewegen lassen. Und dann sanft wieder die Grundspannung aufzunehmen. Wir gehen in die nächste Position, das ist das Swimming. Du nimmst die Arme nach vorne, ziehst die Schultern aktiv nach unten, also Schulterblattspitzen Richtung Fersen. Handrücken zeigt nach oben zur Decke und du lässt Arme und Beine ein wenig schweben. Und wir gehen über die Diagonale, du nimmst den rechten Arm und das linke Bein nach oben und wieder tief. Atme ein, ausatmen, Wechsel, linker Arm, rechtes Bein, einatmen, tief. Und jetzt schön im Wechsel ein und aus, ein und aus, ein, aus, ein, aus. Das heißt, immer mit dem Ausatmen hochgehen in die Bewegung, aber achte darauf, dass du wirklich lang bleibst. Die Idee, Finger und Fußspitzen wollen auseinanderziehen, als wolltest du 2 Zentimeter in jede Richtung wachsen. Aus und ein. Lass den Atem schön fließen. Und letzte Runde hier. Und dann löse das auf. Mach wieder ein Päckchen mit den Händen. Becken hin und her bewegen. Dann stützt du dich seitlich vom Brustkorb ab. Schiebst dich nach oben. Kommst in einen Vierfußstand. Nimmst die Hände ein bisschen weiter nach vorne. Zieh jetzt den Bauch flächig nach innen und schieb dich aus der Bauchkraft gefühlt jetzt in den Rücken hinein. Dann geben wir den Impuls in die Rückenfaszie, sich ein wenig zu öffnen und zu weiten. Einatmen, kommt zurück. Ausatmen, höhle den Bauch flächig und schieb dich in den Rücken hinein. Noch einmal ein und ausatmen, schieb dich hinein. Und dann gehen wir für eine zweite Runde in Bauchlage. Arme wieder seitlich an den Körper, Kopfkrone strebt nach oben. Atem fließt. Nun nimmst du die Hände zusammen in einen Flechtgriff, ziehst die Schultern nach hinten unten, nimmst die Fersen enger zueinander, einatmen, Herzraum, Lift ab
Ausatmen, lass die Beine mitschweben und den Atem fließen lassen. In den Kopf ein bisschen, in den Nacken. Um jetzt hier noch die Unterschenkel anzuwinkeln, die Knie streben zueinander. Halt die Grundspannung hier. Von unten heraus den Core mit stabilisieren. Nochmal einatmen und ausatmen. Löse das kurz auf. Noch einmal Grundspannung aufbauen. Fersen streben zueinander. Oberkörper ein wenig schweben lassen. Die Hände in diesen Flechtgriff. Lift ab den Herzraum. Halt wieder die Kraft und nimm die Beine mit dazu. Halten und atmen, um jetzt die Unterschenkel anzuwinkeln. Knie streben zueinander. Halt die Kraft. Noch einmal tief ein und aus, um das dann langsam wieder gehen zu lassen. Schütze dich seitlich ab, schieb dich hoch und einmal mehr Bauch flächig nach innen ziehen über die Core-Kraft. Setz dich nach hinten ab, sodass der Rücken sich hier für einen Moment entspannen kann. 2, 3 Atemzüge hier. Und du schiebst dich hoch, bringst die Unterarme in den Boden und längst die Beine. Halt die Kraft jetzt im Unterbauch. Wir wollen hier halten. Fersen ziehen kraftvoll über die Zehen. Schau, dass du eine Linie bildest und dein Atem fließt tief und frei. Das heißt, Ganzkörperstabilisation, noch ein wenig halten, dich ganz auf den Atem konzentrieren. 2 tiefe Atemzüge mehr. Und dann nimm kurz die Knie zur Erde, leg den Fußspann ab, halte hier noch für einen Moment die Grundspannung, halte. Atme, komm dann nochmal auf die Zehen, 2. Runde, die halten wir gar nicht so lang, nur Fokus auf die Spannung, auf den entspannten Atem und geschafft, Knie zur Erde, stütz dich ab, mach dich hier nochmal rund, den Rücken wieder ein wenig zu entspannen, Kopf und Nacken lassen los, länge den Rücken, setz dich seitlich ab. Und komm zum Sitzen. Komm an den Anfang deiner Matte, sodass du das Längs deiner Matte hinter dir hast. Wir starten mit der Beckenschaukel hier. Du machst dich groß, länge dich, Kopfkrone strebt nach oben, atme ein und ausatmen. Höhle den Bauch flächig ein und mach dich ganz rund, wie so ein Hängemattengefühl im Rücken. Und das mit dem Atem verbinden, einatmen, streck dich und ausatmen, rund in die Hängematte. Ein und aus. Und denk dran, mit jedem Ausatmen wieder schön Unterbauch flächig einziehen und die Sitzbeinhöcker zueinander arbeiten lassen. Einatmen, länge dich. Ausatmen, runde dich. Und wir erweitern die Bewegung. Einatmen, länge dich. Und ausatmen, halt den Bauch. Roll dich jetzt ganz zur Erde ab. Stell die Füße ein bisschen näher heran. Einatmen, Arme kommen jetzt über Kopf, Schultern bleiben tief. Ausatmen, die Hände streben Richtung Knie und du holst dich langsam. Lass jetzt gerne nochmal den Atem fließen, wir machen es langsam. Wirbel für Wirbel nach oben. Denk dran, du hast hier so eine Zitrone unter dem Kinn geklemmt, so eine imaginäre Zitrone, die du festhältst, um dich über die Bauchkraft nach oben zu holen. Streck dich hier, einatmen. Und ausatmen, den Bauch wieder flächig einhöhlen und dich zurückrollen. Wir machen das im Flow. Ein, die Arme über Kopf. Ausatmen, denk an die Zitrone. Viel, viel Kraft in den Core, hol dich hoch. Einatmen, länge dich. Und ausatmen, komm tief. Einatmen, Arme über Kopf. Und ausatmen, Zitrone hält fest, nach oben kommen, lass die Mitte arbeiten, einatmen, strecken und ausatmen, zurück. Letzte Runde hier ein und ausatmen, hol dich hoch und jetzt bleibe hier, lass ein Bein schweben, halt die Mitte und wenn es passt, nimm das zweite dazu und halte, mach dich lang. Wenn das mit gestreckten Beinen zu viel ist, beuge die Beine an. Schau, was für dich passt. 2 Atemzüge hier. Halt die Kraft. Halt die Länge im Rücken. Dann setz die Zehen ab, um dich wieder rund
zurück auf den Boden zu rollen. Hol die Fersen ein wenig näher heran, finde den Atem und bau dir wieder gut die Grundkraft auf. Jetzt schau, dass dein unterer Rücken ein wenig mehr jetzt flächig zur Erde zieht, indem du richtig gut die Core-Kraft hältst und deine Sitzbeinhöcker wieder zueinander arbeiten lässt. Du nimmst die Arme wieder über Kopf, Schultern bleiben tief, wir machen es erstmal langsam. Lass die Arme wieder aufsteigen, Herzraum hebt, halt die Zitrone und jetzt lässt du die Beine hier so einen 45-Grad-Winkel über der Matte schweben. Du drehst die Füße auf und die Fersen wollen zueinander. Jetzt setzt du die Zehen ab, die Arme über Kopf, lass die Schultern dabei tief ein und ausatmen, lift it up. Mach das im Flow ein und aus und ein und aus. Einatmen, ausatmen. Ganz viel Kraft in deine Mitte. Schönen Atem fließen lassen, zweimal mehr. Und ein und aus und geschafft. Zieh die Knie ran, lass dich so ein bisschen hin und her kreisen. Finde wieder deinen Atem. Wir gehen in Single Leg Stretch. Du holst dir das rechte Knie heran, länge dich bis in die Zehen und lass das linke Bein schweben. Oberkörper lift up, denk an die Zitrone. Du atmest ein. Ausatmen, wechsel. Und ein. Und aus. Schau, dass der Herzraum schön geweitet bleibt, der Nacken lang bleibt. Durch diese imaginäre Zitrone der Nacken auch mitarbeitet. Einatmen, ausatmen. Und ein. Und aus. Ein. Und aus. Letzte Runde, ein. Und aus. Beide Knie ran. Achtung nochmal, beide Beine schweben lassen, halten und auflösen. Gut. Kurz lockern zwischendrin. Atem fließt. Eine kleine Core-Übung hier. Wir gehen in den Korkenzieher. Zur Unterstützung nimm die Hände unter den Popo. Das heißt, der Handrücken zeigt dabei nach oben zur Decke. Die Beine streckst du. Die Füße, so eine kleine Außenrotation, damit die Fersen ineinander schieben. Jetzt arbeiten die Beine zuerst zu dir und du ziehst so einen kleinen Kreis über rechts, zurück zur Mitte und ins Zentrum. Einatmen, Beine ranziehen, lass sie kreisen, Mitte und aus. Ein und aus und ein und aus. Noch einmal über rechts, Mitte und aus. Und jetzt geh über die linke Seite. Zieh die Beine zu ihr ran, lass sie über links kreisen, bis zum Zentrum, Mitte und halten. Und ein und aus. Und ein und aus. Schöne kontrollierte Core-Kraft. Und ein und aus. Letztes Mal ein und aus. Und geschafft. Zieh die Knie heran. Stell die Beine auf. Wir wollen über die gute Kraft im Bauch nochmal auftauchen. Deshalb die Arme nochmal nach vorne nehmen. Halt die Zitrone. Atme nochmal ein und ausatmen über die Bauchkraft. Hol dich zurück nach oben. Um jetzt hier deine Beine zu öffnen, in einem angenehmen Winkel für dich, länge dich wieder bis in die Zehen, streck dich, Kopfkrone strebt nach oben, mach dich lang. Arme zur Seite, auf Schulterhöhe. Tief den Atem finden. Wir wollen jetzt erstmal nur aus dem Brustkorb heraus in die Rotation gehen. Einatmen hier, ausatmen, Twist zur rechten Seite, Mitte ein, Twist zur linken Seite. Konzentriere dich darauf, dass dieses Rotieren wirklich aus der Mitte geschieht, nicht aus den Schultern und auch nicht aus den Armen. Ein und aus. Und ein und ausatmen. Einatmen, wir gehen weiter mit dem Ausatmen, höhle jetzt den Bauch und lass dich rund zum Bein tauchen. Einatmen, wieder strecken und ausatmen, runde dich. Zur anderen Seite. Ein und aus. Und ein
ausatmen, runde dich, aber trotzdem willst du die Länge behalten, also dich lang nach vorne in der Rundung ausrichten. Ein und aus, jede Seite noch einmal einatmen und ausatmen und ein. Und aus und komm zur Mitte, streck die Arme nochmal lang und bring sie zurück an den Körper. Und wir wollen den Rücken hier jetzt noch ein wenig entspannen. Streck die Beine lang, Kopfkrone strebt nach oben. Wir gehen in den Full Stretch, die Arme strecken lang. Ausatmen, du rundest dich, so als würdest du jetzt so einen Köpfer machen wollen, in den Pool hinein, runde dich, runde dich, runde dich. Bauch flächig eingezogen, um dich über die Beine tauchen zu lassen. Hier diesen Stretch genießen, Kopf und Nacken entspannen, Schultern selbst bleiben tief. Nochmals ein und aus und dann hol dich gerundet wieder nach oben. Noch einmal einatmen, länge dich. Die Idee, als wolltest du einen Köpfer machen, den Bauch flächig nach innen ziehen und dich dabei nach vorne ausrichten. Dich längen, aber trotzdem bleibt der Rücken entspannt gerundet. Halte das noch. Zwei Atemzüge. Und über die Bauchkraft hol dich wieder zurück nach oben. Länge dich hier, lass den Atem fließen, schenk dir ein Lächeln und geschafft.